Na Leute, willkommen zurück zu Greyzone. Ich hoffe, ihr habt euch nicht gewaschen vorher, weil hier wird sowieso geschwitzt. Und wir versuchen heute die Aufgaben Tools of the Trade zu erledigen und Radio Silence. Bei Radio Silence sind wir direkt daneben quasi. Hier waren wir schon mal. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass ich erzählt habe, dass der Bereich in dem Haus so aussieht, als ob man hier später nochmal her muss. Und genauso ist es auch. Denn hier versteckt sich das Funkgerät, das Handshake hochsehen will quasi. Jetzt kann es sein, dass es hier zum Glück ruhig ist, weil hier sind gerade zwei andere Spieler durchgerauscht. Man weiß natürlich nicht, wie gründlich die waren und ob die jetzt hier waren. Ich habe die gerade nebenan nur gesehen, wie sie aus dem Busch gekrochen sind und nach Hause gerannt sind. So. Genau das Teil hier. Ah, einmal sabotiert mit F. Easy. Der erinnert mich an irgendwen. Sinn gibt es ja aber immer noch eine leckere Kiste, ne? Let's fingering in. Noch eine Mosin. RK4. SKS-Magazin. Och! Och! Erstmal, dass ich eine Granate finde. Rauchgranate, Alter. Schön sinnlos. Geht nur so los? Ja, nischt. Okay, ich hätte übel Bock, mal mit so einer Mosi zu schießen, aber ich habe Angst, dass ich den Schuss verkacke und dann stehe ich da und kriege in der Fresse, ne? Weil manchmal muss es ja so schnell gehen. Kann man die auch im Magazin-Check machen? Wie war denn das? So weit nicht. Kann man denn sowas vergessen, Alter? B ist Feuermodus. V. Hier ist Schuss drin. So. Und für den neuen Händler sollen wir halt Werkzeuge besorgen. Und die meinte, das ist in der Nähe der Construction Site in einem kleinen Haus. Da drüben ist das Gebäude. Da steht da schon ein Spritzer. Ja, das sah nur so aus. Alter! Alter, was ist das denn? Ich hab schon gesagt, dass ich merke, dass ich nicht so konzentriert bin wie sonst. Fällt mir auch nicht. Guck mal, da oben hat sie eh einen Hang. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, ich inspekt seine Weste hier, Alter. Ich will bloß ein bisschen Munition haben.
für den Fall, dass hier gleich wieder so ein super Turbo auf mir losgeht. Komm, wenn die sonst nicht ruft, ich will jetzt hier nicht über das Gelände latschen. Und jetzt ist wieder keiner hier. Die sind überall woanders unterwegs. Ich bin so ein Lappen. Ich bin gefühlt immer der Einzige, der in dieser Stadt noch unterwegs sein muss. Ist doch nicht mal ein Zugang irgendwie, ne? Kacke, Alter. Ich würde hier zwischen diesen eierlichen Tote auf jeden Fall. Okay. So, und sie meinte. Ach Gott, Alter. Das ist richtig heiß. Ich weiß nicht, ob auf diesem Marktplatz hier was los ist. Ach, da steht einer. Aber hier ist das Tiny House. Ein bisschen härter aufgemacht. Du machst Brett ran, Alter. Okay. Werkzeug. Extra krass beleuchtet. Okay. Anscheinend aber kein Platz gerade. Soll ihr auf jeden Fall mit uns kommen? Ich glaube, größer dürfen die Items nicht sein als 4. Gewicht ist maximal da. Gönnen wir jetzt ein paar Sprossen. Das ging ja fast ein bisschen zu schnell, ey. Ungewohnt leicht. So, jetzt habe ich ja noch einen Tracker bei für Last Farewell. Und da ich mir natürlich angeguckt, wo das ist. Aber das ist halt arschweit weg. Das ist hier drüben. An so einer kleinen Farm. Gut, wir könnten die Stadt jetzt natürlich verlassen. Ah, ist halt heißes Eisen hier, ne? Hier so lang weg ist schwierig. Gott. Direkt in der Stadthalle vorbei. Am besten wäre halt nach Hause und dann hier irgendwo landen, ne? Ja, wir versuchen einfach mal unser Glück. Vorhin habe ich den Marktplatz noch nicht entdeckt, ne? Obwohl ich das schon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da schon einmal richtig hart rüber marschiert bin. Also bei mir gehört, aber die Karte wurde nicht gekennzeichnet. So, und jetzt wird's halt kacke, ne? Es wäre halt übel nett, wenn die jetzt Feierabend oder Mittagspause haben. Alle. Das ist so ein dummer Move jetzt, ne? Da steht einer. Aber er will uns nicht so wirklich. Aber ich glaube, du kommst nicht ungesehen an diesem Stadtgebäude da vorbei. Ah, die sind echt blind, die Kollegen. Erzähl, du fängst halt an zu stänkern, ne?
Ja, bleibt noch ihr noch. Auf, Alter. Das war kacke. Ich habe gedacht, vielleicht einer. Nicht so schlimm. Oh, hat man gesehen? Nicht cool, Leute. Da steht auch einer, Alter. Genau hier zwischen dem Zaunfeld. Aber die wollen doch nicht. Das soll auch so bleiben. Mann. Alter. Kommt der Spritzer einfach den Berg runter? Echt die Assi, dass die da oben reagieren, ne? Auf dich. Da kommt ein Berg runter. Oh, ist das kacke, Alter. Lappen. Okay, kurz offen munitionieren. Und mit ein bisschen Glück weiterreisen. Ah, was war noch drin? Alter, jetzt konnte ich von vorne. Ich habe gehofft, irgendjemand hat vielleicht noch Schlüssel bei. Boah, Alter! Ich habe gerade hinter meinen Schreibtisch geduckt. Kann ich anlegen. Oh! Halt nach, Mann! Alter, was ist hier los? Mach das Brett dran, Alter.
Scheiß auf Daisy. Licht im Weg. Fuck off. Ich würde mich ja verarzten, aber... Ah, die sind halt überall. Irgendwas machen. Nur weil ich da hinten hin will, ne? Komm mal schnell. Komm so rein. Das war mal entspannte drei Mann. Oh, fuck off. Okay.
denn hier für alle da draußen stehen, Alter? Man piekt nicht zweimal an derselben Stelle, ne? Aber heute ja. Oh. Ich glaube, das war es, Leute. Ey, die drei da an dem Automechaniker, die waren aber auch ein Knaller, Alter. Oh, come on, come on. Okay. Also natürlich noch nicht zu sicher sein, aber ich glaube, es ist erstmal ganz gut hier. Man muss ja sagen, das ist ja immer schon ganz geil, wenn hier einfach keiner mehr rumlabert. Okay. Natürlich sinnlos hier. Natürlich nichts bei, der Gute. Upsi. Das war fast wie aus so einem Actionfilm, ne? So ein Extraction-Ding. Keiner kommt zur Hilfe. Der einsame amerikanische Marine kämpft sich aus dem Gefahrenbiet. Dem guten alten Gefahrenbeat. Okay, scheiß auf die Jungs hier. Aber ist natürlich irgendwie doch nicht so ganz uninteressant. Da manchmal, wie gesagt, Schlüssel dabei sind. Ja. Den habe ich noch nicht. Damit kommt man, glaube ich, beim. Da stand der Lamp dran. Wahrscheinlich für Lumberjack. Da ist ja oben eine verschlossene Tür. Ist mir der vielleicht wichtiger als. Jetzt irgendwie bescheuert, ne? Aber. An die Kiste kommt man schnell ran. Ah, das vielleicht nochmal. Jetzt sind wir einfach ein bisschen Trödel drin. Junge, das ist alleine, ne? Oh, ein Schokoriegel sagt nicht nein. Ich glaube, eigentlich habe ich gerade Lamang befreit. Ich war hier auch noch nie drin. Ich würde hier gerne mal reingucken. Auch wenn wir bestimmt erst viel später hier eine Mission bekommen. Kann man hier rein? Bestimmt nur von vorne. Jetzt natürlich auch nicht uninteressant, das ist die Villa da oben, ne? Da sind ja auch mal, ich glaube, ein oder zwei Kisten. Und so viele Gegner, wie das waren, müssten die ja eigentlich alle von hier gekommen sein. Nee. Oh Gott, da steht alles voll, Alter. Nee, kümmere mich mal um meine Mission. So, ich setze uns gleich mal einen Wegepunkt. Ich weiß ja nicht, ob hier auf dem Balkon auch einer stehen kann. Das wäre auch so richtig bitter.
Kommt bestimmt alles noch. So, kurz mal die Augen auspieksen. Das hier ist es. Und hier haben wir sicherlich nochmal Kontakte. Aber es spielt sich wesentlich besser mit dem Visier. Und ich finde auch irre, dass ich, seitdem ich angefangen habe zu spielen, wo ich zum Anfang dachte, dieses Rubberbanding und so, aber das ist wirklich fast weg. Natürlich hast du immer noch Situationen, wo das so minimal auftritt, aber eigentlich ist es echt spielbar mittlerweile. Das hat mich zum Anfang so abgeschreckt. Also logischerweise, oder? Ich meine, so ein Spiel ist ja dann nicht spielbar. Ich glaube, da hinten einer. Nee, von uns ist keiner da. Okay. Der eine hatte Klinkerlieber, der hat eine Pistole geschossen, der hier, glaube ich. Deswegen war ich mir sicher, dass da noch einer sein muss. Ja. Weil der Typ, der ankam, der hatte ja eine AK an der Hand. Also eine schöne warme Limo aus der Hose. Check-up. Ah, nochmal. Kann man die eigentlich verkaufen? Die ollen Schlüssel? Ich glaube, Doc habe ich jetzt zweimal. Oder dreimal. So, jetzt sind wir nicht mehr so richtig weit weg. Jetzt weiß ich aber nicht, wie man sich diesem Farmhaus dann nähern kann. Aber eigentlich ist das bei den ganzen Farmgebäuden immer scheiße, weil es die wenigsten Bauern, die hämmern sich eine Mauer um ihren
um ihr Grundstück. Da wäre jetzt was mit schönen, mit schöner Optik. Toll, Alter. Ich will aus der Entfernung arbeiten. Hier ist, wollte ich gerade F5 drücken zum Zwischenspeichern. Gar nicht so ein kleines Gehöft, ne? Von meinen Boys ist bestimmt Kinder da. Nee, nee. Wenn du hier was übersiehst, bist du am Arsch, Alter. Fuck, Alter. Das war richtig krank. Ich muss hier das Fenster aufgehen. Alter, da steht ja genau vor mir, ne? Durchgegangen, ja. Aber hier sieht man dann keine Einschläge mehr. Also ein Tomato. Könnte unser Mann sein da draußen. Okay. So, der Mann ist getrackt. Ich glaube, das muss man auch nicht machen, ne? Es hat jetzt auch gereicht, so zurückzureiten. Okay, na gut. Junge, Junge. Sind die Dinger was wert, Alter? Na gut, Jungs. Ich denke, wir machen hier Feierabend. Ich löse den Stuff ein. Ich werde mich jetzt hier über die Landezone verdrücken. Oder ich gehe hier mal ein bisschen die Straße hoch. Vielleicht finde ich hier noch eine. Irgendwo. Wäre ja cool, wenn man hier hoch weg könnte. Das könnte ja... Sieht ja nach freiem Gelände aus. Oder am besten, ich laufe einfach hier runter. Das ist die einfachste Möglichkeit. Okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Greyzone wieder. Ich bedanke mich für, dass ihr dabei gewesen seid. Und haut rein. Schönen Abend. Tschüss.